juristischergedankensalat.de präsentiert. Lern- und Arbeitstechniken für das Jurastudium von Professor Dr. Bergmanns kommt als Ratgeber für den Studienerfolg in die Regale. Wer jetzt einen klassischen Ratgeber erwartet, dem sei gesagt, dieses Buch ist weitaus mehr als das. Schon im Vorwort wird klar, warum dieses Buch lesenswert ist. Studieren will gelernt sein. Weil es komplex ist, weil der Studienanfänger keine Ahnung hat, wie Studieren eigentlich geht und weil Studieren nur dann funktioniert, wenn mehrere Komponenten miteinander im Einklang stehen. Was also darf von einem Ratgeber für ein erfolgreiches Studium erwartet werden? Kein Wunder, so viel ist schon mal klar. Aber die grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken, die für das Jurastudium an Uni und FH erforderlich bzw. hilfreich sind, werden behandelt. Dabei ist gar kein Vorwissen notwendig. Ziel ist es, das Studium selbstständig erfolgreich bewältigen zu können. Es darf also erwartet werden, eine Anleitung zum Lernen und Arbeiten innerhalb des Jurastudiums. Das Buch besteht aus 4 Teilen. Den Anfang machen die Grundlagen des erfolgreichen Studierens. Zunächst führt der Autor durch die Materie des Erfolgs. Ist Erfolg lernbar? Warum studieren einige erfolgreich und andere nicht? Sind diese Fragen beantwortet, geht es auch schon zum nächsten Punkt. Rahmenbedingungen. Im zweiten Teil dreht sich alles um das juristische Lernen. Wie lerne ich effektiv? Wie lerne ich mit Langzeitwirkung? In diesem Kapitel wird das Lernen als solches gründlich durchleuchtet und die einzelnen Lerntypen dargestellt. Mit diesen Erkenntnissen geht es sodann um die Förderung des Lernvorganges. Die Fragen des Lernens innerhalb von Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel Vorlesungen, AGs und Repetitorien, werden hier genauso beantwortet wie ein Blick auf das Lernen mit Medien. Der dritte Teil lädt zur Umsetzung der bisherigen Erkenntnisse ein. Hier dreht sich alles um die juristische Arbeitstechnik. Sprache, Fallbearbeitungstechniken und richtiges Zitieren werden hier dargestellt. Pluspunkt: Der Autor rundet das Ganze mit einem Kapitel über die Optik einer juristischen Arbeit ab, inklusive Formatvorlagen. Ist das Handwerk erstmal erlernt, geht es an die oftmals unterschätzten Schlüsselqualifikationen. Im vierten und letzten Teil des Buches werden die Soft Skills unter die Lupe genommen und anhand ganz praktischer Beispiele vertieft. So findet sich hier ein Abschnitt über Prüfung, ein weiterer über Rhetorik und abschließend ein Abschnitt über Problembewältigung innerhalb des Studiums. Auf 255 Seiten finden sich zahlreiche Tipps rund um die Lern- und Arbeitstechniken für das Jurastudium. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene. Den einen wird es helfen, einen Einstieg in die Welt des juristischen Denkens zu finden und den anderen neue Wege aufzeigen, das Studium zu bewältigen. Immer wieder sind kleine Einschübe im Text zu finden, die das Gelesene kurz und knackig zusammenfassen. Damit ist dieses Buch weitaus mehr als ein Ratgeber zum Studieren. Es bietet vielmehr praktische Tipps für den Studienalltag. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Ein Ratgeber, wie er sein soll. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene zu empfehlen. 255 Seiten klingt viel, bietet aber auch jede Menge Platz für neue Erfahrungen. Wer sich wirklich interessiert für neue Ansätze des Lernens und des juristischen Arbeitens, der möge sich dieses Buch gönnen. Ohne Selbstmotivation und vor allem Selbstreflexion funktioniert es nicht, aber die Lektüre dieses Buches lädt geradezu dazu ein.